Worüber kann ich die heutige Episode drehen? Ich meine, ich habe ja schon vieles gemacht. Aber irgendwie fehlt noch etwas. Auf ein... Nein, nices Pokémon, nur bitte. Sichlor! 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 Bam! Oh mein Gott, Gillette! Es ist Gillette! Oh, Junge! Ich liebe euch! So viele schöne Momente hatten wir. Wie konnte ich dich vergessen, Alter? Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Battles auf dem Kampfplaza! Ganz richtig, Leute, heute dreht es sich um den Star-Player von einigen Nuzlocks, und zwar ist es Gillette. Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mit diesem Mon spiele, und ich habe mir ein sehr interessantes Team darum gebaut. Und ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es wirklich Gillette geworden, also wirklich Sichlor, nicht Xerox. Da ich finde, dass Xerox auch seine Daseinsberechtigung hat, aber wir spielen heute erstmal mit Sichlor, weil Sichlor ist ein Pokémon, was viele vielleicht nicht auf der Schippe haben, gerade in Wi-Fi-Kämpfen. Aber ich zeige euch, Leute, dass gerade Sichlor auch Großes ausrichten kann. Da haben wir, Leute, Gillette, unseren Star-Player von der heutigen Episode, mit Aeroas als Stab-Attack, Ruot zum Heilen, Schwertern zum Boosten und Kehrtwende halt, um nochmal als Stab-Attack Damage rauszuhauen. Ja, ist ein sehr cooles Set. Wir spielen es hier mit Full-KP, Full-Init und dann halt noch mit dem frohen Wesen, Leute. Das ganze Pokémon haben wir bekommen in einem Shiny-Hand. Ich muss doch selber... Shiny, Scheiße, und Shiny Sichlor! Und ja, drauf haben wir noch den Evoliten als Item, um einfach unsere Def zu boosten. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Dabei Technika, was leider nichts bringt. Man hätte es auch mit Ruckzuckib spielen können, aber wir spielen jetzt erstmal so, Leute. Mit dabei haben wir hier heute Transrail mit Offensivweste, Ronaldo mit dem Life Orb, UFC mit dem Wahlband, Hit Me Baby mit Überreste und Trikifalo mit dem Wahlschal. Das sind unsere Pokémon. Ich würde sagen, wir gehen rein in den Kampfplaza oder so. Ja, genau. Unser erster Gegner ist Enzo Fernandez aus Frankreich. Woo! Mit einem sehr, sehr coolen Team. Gaporigi, Voltrian, Togekiss, Lucario, Slimog und Vanillelux. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich habe bei diesem Kampf wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und er fängt an mit Lucario und wir nehmen einfach das Monster Pampross. Pampross ist ein absolutes Beast gegen den Boy. Wirklich, 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 wirklich. Wenn er Togekiss mitgenommen hat, sind wir jetzt ein bisschen am Arsch, aber das ist uns egal, oder? Ist uns egal? Ja, das ist uns mega egal. Wir gehen einfach in Erdbeben. Pff. Selbst wenn du für Togekiss rausgehst, tu es. Komm, tu es. Do you... Oh, mega Lucario. Gut, dass ich nicht overpredicted habe, denn dieses Beast hat nicht nur die Rasterlocken des Todes, die geilste Legends überhaupt, sondern auch die Durchschlagskraft eines Monsters. Kein Stab, Erdbeben, Lucario. Mach wie viel Damage mit unserem defensiven Panpross? Nothing! Und die Zähigkeit kommt. Der Boost, Leute, der Boost. Erdbeben ist connecting. Und das. Step Erdbeben. Bro. Bro. Dein Lucario hier. Mein Pony ist da oben. Oh boy, will dein Pokémon. Digga, sein Ernst! Du, weil du nichts gegen Pampros hast, gehst du einfach hier raus, oder was? Krieg so einen Hals. So einen Hals. Okay, der nächste aus Japan aber diesmal, und zwar ist das Senorita. Oh, sieht aus wie ein sonniges Sonntag-Team. Okay, wunderschöne Dame, ich mach da keine Ausnahmen jetzt, und du fängst an mit Serpi Royal. Das gefällt mir gar nicht, weil Serpi Royal ist halt ein fucking Serpi Royal. Aber wir haben Mittel und Antworten. Und unsere erste Antwort ist Blitzer mit einem Level-Switch. Hast du den Scarf drauf und hast du mich? Letztes Mal wurde mir in die Kommentare geschrieben, dass das Ding nicht gescarft sein konnte, weil es kein Item trug. Was ich nicht verstanden hat. Hast du Sumpex dabei? Ich habe Peter Floor dabei. Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Weiß ich selber nicht ganz. Wir gehen das auf den Level-Switch, machen ein bisschen Chip-Damage. Oh, ist ganz in Ordnung, würde ich sagen. Und jetzt vernichten wir Bisaflor. Ganz, ganz einfach, Leute. Wisst ihr, wie wir das machen? Fucking Sichlor. Sichlor wird Bisaflor hoffentlich hops nehmen. Ich hoffe es wenigstens. Let's go, Gillette! First turn, Sword. Oh, er geht raus. Tornopto. Okay, Boy. Tornopto hast du. Wir haben aber den.
Dance. Woo, wir sind plus zwei. Wir gehen erstmal für die Kehrtwende. Ich habe keinen Bock, eine Eruption zu fressen. Nur plus zwei Kehrtwende. Alter! Das war Schaden. Also mit Aeroas hätten wir ihn, glaube ich, nicht rausgenommen. Aber wir hätten massiv Damage gedrückt. Das war okay, Sichlo. Das war vollkommen okay, Bro. Kannst weiterhin so geil agieren. Fand ich voll in Ordnung. Komm, ausbrennen. Okay, willst du mich wirklich verbrennen, Dude? Alter, guck dir diesen S an. Prima Renes S. Ist krass. Ah. Dankeschön, der Dedicator ist weg. Es kommt ausbrennen, aber es ist fehlgeschlagen. Oh mein Gott, was ein Wunder. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sind jetzt richtig mies. Von eigentlich von D-Dance gehen, aber ich bin getoxic. Das ist scheiße. Weil das macht Damage. Das ist scheiße. Ich muss raus für die Kehrtwende und raus. Und Schutzschild. Oh, Digga, ist dein Ernst? Kriegst du einen Hals bei so einem Stall? Scheiße, was soll das? Woo! Neuer Kampf, neuer Kill. Let's go and finish that beast. Er hat zwei Pokémon, die mir nicht gefallen. Drei Pokémon, die mir nicht gefallen. Aber die können wir handeln. Die können wir handeln. Mit Pampros. Weil Pampros ist OP. Und Pampros ist toll. Pampros ist supi. Und Blitzer nehmen wir auch noch mit. Let's go. Wir kämpfen gegen Ash. Oh mein Gott. Ash ist Alabastia. Oh mein Gott. Was hast du dabei? Wir haben ein Pferd dabei. Komm und reite auf meinen Pony. Dein Pony ist toll. Prima Rene. Kann doch nicht sein, dass er genau den Counter dagegen dabei hat, oder? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Kannst mir nicht erzählen. Dass man genau... Jo, das ist bestimmt Prima Rene ein. Also, logischer geht's ja auch nicht. Wir setzen Sichlo ein. Wenn du jetzt ins Scald gehst, ne, und mich burnst, Junge, ne, dann raste ich aus. Das tust du bitte nicht. Gehst du kein Scald, er geht für einen Surfer. Danke. Ein Surfer ist toll, wir resisten ihn nicht, aber der Damage ist okay, okay, der Damage ist ehrlich und not. Okay, wir gehen für Swordance. Brrr. Swordance, dam, 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 da, dam. Brrr. Da kommt der Tanz. Eisstrahl kommt. Please don't freeze. Jetzt machen wir den Step nicht so viel. Danke. Ruheort. Wir ruhen uns aus, verlieren unseren Flugtypen und dadurch macht Eisstrahl nicht mehr viel Damage. Und das haben wir clever outplayed. Eine Taktik von Zero of Time. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh woo. Guter Drink. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal von Ruheort. Einfach. Just for fun. Bam, bada, bam. Bam, bada, bam. Oh, er springt weiter drauf auf. Komm. Komm, Sichlo. Siehst du das? Du wirst rasieren jetzt. Das ist dein Match. Das ist deine Runde heute. Schaumserenade. Okay, er hat's gefressen. Wie viel macht das? Das ist nichts. Aber weißt du was? Du gibst mir gerade perfekt die Opportunity für einen SD-Dance. Und was machen wir jetzt auch? Von daher, nehmt eure Schwerter in die Hand und tanzt. Ach du Heilige, das wird jetzt heftig. Das reicht locker, Alter. Plus 4 Cat, wenn er die neutral trifft. Und wir outspeeden den Boy, solange er nicht scarfed ist. Let's go. Oh nee, ich will aber Aeroas machen. Ich will eine Aeroas machen. Weil ich habe keinen Bock, meine plus 4 zu verlieren. Wir outspeeden, komm. Plus 4 Aeroas. Booyah! Da geht der Löwe unter. Niemand legt sich an mit pinke Hose. In eine pinke Hose. Hat die Hosen voll. Acrostella. Meine Bitch. Wenn ich er wäre, würde ich jetzt zum Bunker gehen. Wenn ich wäre, würde ich jetzt in den Ruheort gehen. Und ich bin ich. Deswegen gehe ich in den Ruheort. Oder gehst du für die Giftspitzen? Weil viele haben Toxin nicht im Set. Ich bin mir nicht sicher, für was er geht. Gehst du für das Toxin? Ich wäre für den Bunker gegangen. Er geht für Blizzard. What? Das ist interessant. Das habe ich gut gedodged durch den Ruheort. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, mein Freund. Ich hätte es nochmal plus 4 gehen können, aber... plus 6, aber really? Muss ich das? Ah!
first win. Ist das schon wieder mein Freund Ash? Ja, aber ein anderer Ash, wie es aussieht. Okay, ein anderer Ash. Und wie wir das probieren werden, Ash. Ich bin bereit, bitte sei nicht der erste Mensch, der mit dem Kapuriki leadet, der es auch dabei hat. Bitte sei es nicht. Komm, bitte, 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 bitte. Danke. Okay, Lanthorn ist auch nicht viel geiler. Aber es Lanthorn hat spielen wir normal. Von daher machen wir es einfach mal, würde ich sagen. Wir haben dabei Pampos. Pampos hat jetzt nicht so das beste Matchup. Wir haben Terrakion, hat auch nicht so das beste Matchup. Das ist beides ziemlich scheiße. Beginnen erst erstmal für den Sword Dance. Verlieren dann noch unseren Flugtypen. Wer hat Spin? Das ist super, super wichtig. Wenn er jetzt für eine Elektro-Attacke geht und die Para kriegt, ist alles vorbei. Wasserring. Okay. Das ist interessant, mein Freund. Finde ich sehr, sehr interessant. Wir machen einfach unsere lustige Sache hier weiter und gehen weiter für den Sword Dance, weil, wie gesagt, unsere Taktik ist, dass wir einen sehr effektiven Hit abbekommen, Ruheort machen, dann nicht mehr sehr effektiv getroffen werden, mehr heilen. Und ja, das ist einfach das, was wir tun. This is how we do. Wisst ihr, guckt, es kommt Ladungsschuss, der macht ja gar nichts. Der macht ja absolut nichts. Es geht für den Ruheort, dann macht Ladungsschuss noch weniger Damage und dann greifen wir den Boy auch an. Das ist unsere Taktik. Ne? Also das sollte jedem klar sein. Das ist so, wie ich mir das gedacht habe mit Sichlor. Ich weiß nicht, ob so gespielt wird, aber ich denke es mir einfach mal. Es ist nicht der perfekte Lead. Obwohl es jetzt nicht schlecht ist, sag ich mal, mit Catman und sowas. Es ist relativ schnell mit 105 Base Init, wenn man es auf Full Init spielen sollte. Ich spiele es auf Full Init, nicht Full Attack. Und wir gucken einfach mal, wie viel ein Plus 4 Aeroas auf einem Landturm macht, was resistet wird. Okay! Ich würde sagen, der Damage... Den kann man mitnehmen. Wasserring, ja, Digga. Ich würde sagen, der Wasserring bringt ja auch nicht mehr viel. Nicht wirklich viel, weil Sichlor würde ich jetzt in zwei Teile schneiden und dann war's das mit dir. Weil das ist tschüss. Einfach tschüss. Ja, das war's mit Landtouren. Ich bin gespannt, vielleicht kommt noch irgendwas krasseres. Wenn der Kapuriki dabei hat, haben wir vielleicht wirklich ein, zwei Sachen dabei, die nicht ganz so geil sind. Er hat natürlich auch ein Rock-Pokémon dabei gehabt, aber wir haben die Kälte, wenn er die plus 4 ein Pokémon treffen soll. Lapras! Oh boy, du bist sowas von am Arsch. Du bist sowas von am Arsch, ey. Mein Lapras ist schön und gut. Aber Lapras wird uns niemals one-shotten. Niemals. Kannst du mir nicht erzählen, dass Lapras uns one-shottet mit unserem Evoliten Full KP? Und wir two-shotten das, oder? Ja, ist ein Two-Shot. Eis-Odem. Lol. Okay, nein, das macht die Inne down, ne? Ein kleiner Sneaky. Alter, das war ein Crit. Es war ein Crit. Okay, Boy, du willst auf diese Tour? Fein! Wir haben Ruheort. Zum Glück, Alter, haben wir den Ruheort. Gegen diese Sichtler kommt man einfach nicht an. Das ist so ein Biest einfach. Kein Scheiß. Nee, Eis-Odem ist immer Crit, kann das sein? Kann das sein, dass es nicht immer Crit ist? Ich meine schon, dass es immer Crit ist. Das ist irgendwie diese Spezialfähigkeit, kann das sein? Ich korrigiere mich. Kann das sein, dass es immer Crit ist? Könnt einfach mal Hashtag Sichlor rasiert trotzdem in die Kommentare rein, Leute. Hashtag Sichlor rasiert trotzdem in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Wie viele Leute das dann trotzdem hier reinschreiben. So, es war... Ja, es crittet immer, glaube ich. So, aber ist uns das Lachs? Das ist uns richtig Lachs. Woo! Ja! Jetzt kommt da Aeroas. Sayonara! Boom. Say goodbye, Lapras. Das ist der Double Kill schon für unser Sichlor. Wir sind schon gerade auf dem Killing Spreak. Ja, das ist nicht schlecht. Despota! Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, der Boy wird uns one-shotten. Höchstwahrscheinlich mit irgendeinem Move. Ich poker hoch. Wenn eine Steinkante kommt, werde ich die aus... Ich weiß nicht, ob ich die aushalte. Wir werden sehen. Ich gehe erstmal von Ruhe aus, dass die Steinkante sich vierfach trifft. Oh, es ist mega Despota. Ich bin jetzt echt gespannt, ob wir eine fucking Steinkante von einem Mega-Despota tanken. Mal, wir sind jetzt Full HP wieder. Und nur von Typ Käfer. Es trifft uns sehr effektiv, ich weiß. Steinkante kommt. Steinkante Mist! Booyah! Jetzt müssen wir auf eine Kehrtwende gehen. Es ist einfach so. Müssen wir auf eine Kehrtwende gehen. Ich will nicht, dass Gillette down geht. Gillette rasiert pur. Komm, wie viel machst du? Plus 4 Kehrtwende. Standing Ovation. Gillette, wir haben es gelernt, Alter. Wir haben es gelernt, den Boy einzusetzen. Wir machen so weiter. Und so geht's auch jetzt weiter. Plus 3. Win.
So, finaler Kampf gegen den Japaner mit einem sehr, sehr starken Team, wie es aussieht. Also, wir können es schaffen. Bin mir sogar sehr sicher, dass wir es schaffen können. Aber wir werden sehen. Let's go. Okay, mit was leadest du? Du leadest 100 Pro mit Voltaire und so weiter. 100 Pro. Aber darauf bin ich vorbereitet, mein Freund. Komm, zeig es mir. Vivillon. Oh! Oh, shit! Falter rein, Vivillon. Da muss ich aufpassen. Da muss ich aufpassen vor. Iro-S. Boom. Hast du den? Oh, er hat kein Sash! Das heißt, ich hätte aufsetzen können, aber nö. Aber nö. Wir haben es einfach one-shotted und... Meine Cam ist noch an. Ja, meine Cam ist noch an. Hi. Hi, mein Name ist Zero. Hi. 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 Wie geht's euch? Mir geht's gut. Und meinem Sichlo auch. Mit seinen pinken Strümpfen, pinker Höschen. Garados. Garados carried Steinkante. Und den Bedroher. Okay. Aber. Wir sind fucking defensiv und wir haben fucking Sword Dance. Tanze mit mir, mein Boy. Komm. Wo ist der Drachentanz? Wo ist der Drachentanz? Zeig ihn mir. Wenn du darauf was drauf hast. Ich gehe davon stark aus, dass er es machen wird. Oder er hat die Steinkante halt einfach. Wenn er die Steinkante hat, okay. Die ist kein Step. Bin gespannt, wie viel Damage die drückt. Wir outspeeden Garados. Sollten wir. Vielleicht überlegt er auch gerade. Vielleicht denkt er, ah, jetzt macht eine Cat Bend und switcht aus. Er macht einen Double Switch. Snowbilly Cat. Digga, wenn ich jetzt in eine Cat Bend gegangen wäre, ja, du wärst am Arsch gewesen. Wärst sowas von am Arsch gewesen. Aber das Ding ist, wir outspeeden Snowbillycat immer noch. Und haben jetzt einen plus 2. Ich habe keinen Bock, um die Willenkraft zu fressen. Deswegen gehen wir für eine Catwende. Außer er ist gescarft. Ich glaube nicht, dass Snowbillycat über 105 Init hat. Ich glaube es nicht. Macht Toxin. Oh, warum macht ihr denn sowas? Du hast doch Juwelenkraft eigentlich im Set. Beziehungsweise du kannst es dabei haben. Digga. Jetzt kriegst du ein plus 1 Catwende ab. Boom. Der Damage ist in Ordnung. Der Damage ist in Ordnung. Aber ich kann nicht mehr rasieren jetzt mit ihm. Ich kann nicht mehr rasieren mit Sichlo. Das finde ich sehr, sehr schade. No risk, no fun. Wir hoffen jetzt einfach, dass er doof genug ist und sich sagt, wir machen jetzt nochmal Toxin. Meint ihr, das macht der Typ, weil er mega tool ist? Ich denke, er macht es. Also so oder so haben wir das Match gewonnen. Weil Blitzer, Bums, dann kommt das Team. Blitzer und Speed ist zum Medikat. Blitzer tötet. Garados. Ist halt einfach so. Jetzt ein Gillette ein. Gillette is again there. Und es kommt Abgangstriade. Jetzt macht er schon wieder mich down. Warum kriegt Sichtlor immer Minus, Minus, Minus? Und jetzt krieg ich nochmal Minus wegen dem Bedroher. Das kann doch nicht sein. Warum macht ihr sowas? Das finde ich nicht gut. Das finde ich absolut nicht gut. Tatsächlich wieder nicht gut. Und wir gehen jetzt für einen Ruheort, denn wir wollen uns wieder beruhigen. Denn uns geht es gerade nicht gut. Uns geht es gerade gar nicht gut. So, Ruheort. So, wir haben uns wieder beruhigt. Dann gibt es eine Kaskade again. Ja, irgendwie hat das wenig Sinn, jetzt hier gegen anzustallen mit dem Toxing. Ja, es macht halt keinen Sinn. Es macht halt absolut keinen Sinn, weil die nächste Kaskade will uns hochnehmen. Das heißt, wir müssen erst für eine Kehrtwende gehen. Wir wollen ja nicht, dass Sichlor stirbt. Das wollen wir nicht. Das ist uncool. Aber wir hätten ihn komplett wrecken können, wenn er was anderes eingesetzt hätte, beziehungsweise wenn ich nicht so doof gewesen wäre und einfach für die Catwende gegangen wäre, was eigentlich ganz okay war. Aber okay, ich habe zu hoch gepokert. Okay, okay, okay. Beulenhelm hat da drauf. Okay, ist ein ziemlich defensives Set. Ist uns das Latex? Das ist uns irgendwie sehr Latex. Ja, das ist uns sehr Latex. Das ist uns jetzt sehr Latex. Wir wollen jetzt einfach Blitzer raus. Er wird uns kein One-Shot geben mit einer Kaskade. Kannst du mir nicht erzählen. Außer es ist ein Crit. Das wird aber jetzt kein Crit sein. Thank you. Wir machen jetzt einfach einen Donnerblitz. Und das war's dann. Weil, ja. Ist halt ein fucking Blitzer. Blitzer ist halt OP. Und Blitzer ist halt Ronaldo. Leute! Ich würde sagen, wir belassen es heute bei der Episode, weil ich schon über anderthalb Stunden aufnehme und gerne diese Episode jetzt bearbeiten würde, damit morgen ein Video kommt. Und ich würde sagen, wir töten das komplette Team noch ein, beziehungsweise ihr wisst ganz genau, dass wir jetzt so mit Dicat outspeeden und töten mit Donnerblitz. Und dann würde ich sagen, Leute, 3, 2, 1, komm, zeig uns den Donnerblitz, zeig uns den Donnerblitz. Jawohl! Leute, das war's mit der heutigen Episode
von Pokémon Battles auf dem Kampf klar sah. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like geben. Würde mich tierisch freuen, wenn diese Episode, der letzte Part nämlich nicht ganz so viele Likes knackt, wieder mal 800 Likes knacken würde. Gerade für die Rasur pur von Gillette, Leute. Die war einfach vorhanden. Und wir haben wieder 3-0 gewonnen. Dreimal in Folge 3-0 gewinnen. Das ist auf dem Kampfplaza schon eine Rekordzahl. Ich meine, wir haben einen Blitzer dabei gehabt, einen Pampros und einen Sichlor. Das war unser Team des Öfteren. Mehr hatten wir nicht dabei. Mehr haben wir nicht genutzt, eigentlich, oder? Ich glaube nicht. Also von daher, nicht so ein starkes Team. Aber wir haben damit ordentlich gezeigt, das was Reisen kann. Gerade mit Sichlor, wenn die Leute es stark unterschätzen. Und ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Schreibt Kommentare, welches Pokémon ihr sehen wollt. Und ciao!